So, weil dann können wir eigentlich gleich weitergehen. Da stand irgendwie irgendwas dran mit 1 von 5 oder so. Ja, hier Runde 2 von 5. Ja, es geht weiter. Wo geht's hin? Wir starten einfach mal. Zurück nach England. Ich frage mich nur, was die Turns bedeuten sollen. 20 Turns, 14 Turns oder so. Was das genau heißen soll. Komme ich irgendwie drauf? Turns? Ich weiß es nicht. So, wir starten wieder auf Platz 8. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wieder die Wiese. Ja, müssen wir. Hallo, aufpassen. So, schön gemacht. Alter, ganz schön kurvig hier. Oh, sorry, Kollege. Hey, die haben alle hier den gleichen Anzug und den gleichen Helm. Das sind hier meine Teamkollegen oder so. Ich mal ein bisschen hier die Strecke kennenlernen. Ich meine, mit den Karts, da fahrt man wohl auf Strecken. Die gibt es, denke ich mal, vielleicht auch in echt. Aber ich sag mal, so Bekannte oder so sind dann wohl halt nicht dabei. Oder ich kenne sie halt nicht. Mit Bekannten meine ich halt so, gerade so Formel 1 und DTM-Strecken, Hockenheimring oder so. Weil ich sagen muss, mit dem Kart wäre das, glaube ich, ein bisschen übel. Weil die ja, keine Ahnung, einige Kilometer lang sind. Und das würde dann mit so einem Kart ganz schön dauern. Alter, ich kämpfe hier gerade ein bisschen. So, weg da, weg da. Also, hier ist auch so eine Mischklasse. Also, das ist nicht nur Kart, sondern auch so ein Halbbox-Auto fahren. So fühlt sich's an. Das wird auch mal lustig, mit dem Boxauto-Rennen fahren. So. Auf was ich eigentlich auch gespannt bin, ist, man hat ja ganz am Anfang im Video gesehen, auch so NASCAR-Autos. Ich denke mal, da gibt es ja auch Rennen dann mit NASCAR-Wagen. Da frage ich mich dann, wie das da ausschauen wird. Wie die Rennen ausschauen, ob das auf richtigen Strecken ist oder so wie in Amerika halt einfach nur so einen Kreis fahren. Aber das sind dann meistens so Rennen, wo so Hund nur 100 Runden lang geht oder so. Deshalb frage ich mich wirklich, wie das aussieht dann bei den NASCAR-Autos. Ob wir dann auch 100 Runden fahren müssen oder auch nur hier immer nur im Kreis rum oder so. Oder ob das dann auch, sag ich mal, normale Strecken sind. Oh, gleich Finish. Platz 1. Ja, vor lauter Gerede gar nicht groß mitbekommen. Alles schön überholt. Die Strecke an sich, ja, eigentlich ganz okay. Kann man sich nicht beschweren. Lief ja so an sich eigentlich auch ganz gut. Platz 2, 4 Sekunden hinten. Ja, sieht auch ganz gut aus. So, insgesamt. Ich arbeite mich nach oben noch einen Punkt, dann sind wir auf Platz 1. Ach, jetzt wollte ich mal schauen, wer noch bei Dark Nitro mit dabei war. Oder ob ich ganz alleine fahre mit meinem Team. So. Ah, hier, schön ganz vorne fahren. So, los geht's. Alter, guck mal, wieder überholt. Das war mies. Ich konnte dafür nicht mal was. Ich konnte eigentlich groß gar nicht anders fahren. Deshalb hier einmal aus der Bahn raus. Crashen. Nein! Hier ist mein, ja, meine Strafe. Und da stehen wir drin. So. Ah, ich bin kein Geist mehr. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben hier alle den gleichen Anzug an. Rotiert auch so ein bisschen. Weg da! Ich kann mich sogar wegrammen. Da bin ich mal gespannt mit anderen Autos, wie es ist. Wobei eigentlich, wenn ich es dann mal ein bisschen mehr drauf habe. Oder ich langsam drin bin, werde ich vielleicht auch den visuellen Schaden rausmachen. Beziehungsweise halt noch auffrischen auf, dass es wirklich auch Schaden am Auto macht. Wobei eigentlich ist es manchmal ein bisschen kacke. Manchmal nervt es auch. Hat man einen Crash, wofür man nichts kann. Wenn ein Gegner reinfährt und dann ist schon was an der Lenkung kaputt, ist halt auch ein bisschen doof. Ich weiß nicht, aber ich werde vielleicht ein bisschen noch an der Schwierigkeit oder so ein bisschen rumschrauben. Wenn es mir dann zu einfach ist. Ich sag mal, von der Spieler, also von der Gegnerstärke her, bin ich gerade auf Mittel. Beziehungsweise eigentlich,
hieß es, glaube hier in dem Spiel Amateur. Es gibt Novize, Amateur und Pro. Wobei ich denke, beim Pro ist dann, glaube ich, schon noch um einiges schwieriger. Ich weiß es nicht. Deshalb habe ich mal einfach nur das Mittlere genommen. So, wir sind ja wieder Platz 1, gell? Sieht ja ganz gut aus. Fahrweise hat sich auch wieder ein bisschen stabilisiert. Hier meine Rundenzeiten verbessern sich sogar noch. Das heißt, die letzte Runde bin ich kein einziges Mal von der Strecke runter. Da ist ja die Zeiten mitzählt. So, einmal hier rum. Hinter mir. Oh, gar niemand. Okay. Auch genial. So, fast. Aber ich wollte sagen, 2 Sekunden. Hab die 0, nicht gesehen. Sind nur 200 Sekunden. So, oh, wir sind ja schon in der letzten Dinger. Letzten Runde. Ja. Den Fehler kann man verzeihen. Hinter mir immer noch nichts los. So, nochmal ein Fehler. Egal. Solange wir Platz 1 sind. So. Ja, eigentlich gar nicht so schwierig gewesen. Vielleicht muss ich da doch dann mal... Also, wenn ich jetzt die nächsten paar Rennen wirklich immer so mit 4, 5, 6 Sekunden Vorsprung gewinne, werde ich vielleicht überlegen, dann die Schwierigkeit auch nach oben zu schrauben. Weil ansonsten ist es ja auch ein bisschen langweilig. Ja, beides mal Platz 1. Wobei das letzte Mal waren wir halt irgendwie Platz 6 oder so. So, insgesamt auch hier auf dem ersten Platz. So, wir sind zum 7. April gekommen. Das nächste Rennen steht an. Wir gehen einmal los. Erneut in England, Chesterfield. Da war... Oh, das war die... Okay, ich habe gesagt, das bessert sich langsam mit meinem Fahrstil. Deshalb bin ich mal gespannt, wie ich diese Strecke jetzt fahre. Aber jetzt sieht mein Fuß nicht mehr, wie er sich bewegt. Am Anfang zeigt es, aber hier zeigt das komischerweise nicht mehr an. So, schön hier vom ersten Platz. Achso, bin ich jetzt vom ersten Platz gestartet, weil ich insgesamt in der Tabelle auf Platz 1 war, oder? So, hier bin ich eigentlich einigermaßen gut durchgefahren. Oh, Achtung, Wiese. Ah, oh, kein Off-Track. Nicht von der Strecke gekommen. Laut dem Spiel. So, einmal hier rum. Die Kurve ist auch so ein bisschen komisch. Die fahre ich immer schön von innen an und dann reicht es mir irgendwie gar nicht. Dann komme ich voll nach außen. Das ist schon immer ein bisschen verwirrend. So, hier, zack. 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 So, was heißt hier minus 3,5? Von was gemessen? Das war ja meine erste Runde. Oder war das von letztem Mal? Nein, überholt. Bin ich auch ein bisschen komisch gefahren, muss ich zugeben. Irgendwie fahre ich gerade ganz komisch. Und ich sollte aufpassen, weil wir haben nur 3 Runden. Deshalb sollte ich mal so langsam überlegen, wie ich es mache. Oh, das war auch ein bisschen viel. Ja, das war auch zu viel auf der Wiese. Ja, ich denke, das wird nur ein Platz 2. So, was denkt ihr? Bekomme ich den noch oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wobei, so schön wie ich die Kurve gerade gefahren bin. Ach, verdammt. Es wird nichts mehr. Windschatten oder so. Nee. Ganz knapp. Oh, da will ich mal die Zeit sehen. Das war schon... Ja. 179. Ha, schon übel.
Aber ich sag mal vor die Punkte. Na, ich bin trotzdem noch ziemlich gut vorne mit 15 Punkten. So, deshalb zum zweiten Rennen. Wir starten auf Platz 2. Ach, da war der andere. So, und ich kann Gas geben und überholen vielleicht sogar. Ja, sieht doch gut aus. So, hier kann ich auch ein bisschen gerade rüberfahren. Muss man nur ein bisschen aufpassen, dass er nicht so blöd wegspringt. Das ist halt immer so meine Befürchtung. So. Dann hier rum. Oh. Bisschen mit in die Wiese rein. War aber noch im Rahmen. So, hinter mir. Ein bisschen Zeit gut gemacht. Oh, das war zu viel. Okay. Ja, ich sehe es ja schon ein. War ein bisschen mies. Oh, bisschen zu weit ausgeholt. So, ich bin mal gespannt, wie lange ich eigentlich noch in den blöden Kart fahren muss. Mal so neue Autos und so wären eigentlich schon ganz cool. Aber ich denke, wenn wir so hier öfters gewinnen oder so, werden hoffentlich ein paar andere Leute auf mich aufmerksam, damit ich einen neuen Vertrag bekomme. Aber dann kommt der erste Supercard. Das nächste ist ja erst das Supercard. Da bin ich halt auch mal an sich gespannt, was das heißt. Was sind Supercards? Ich weiß nicht, wie heißt der nochmal? Der Aerial Atom oder der KTMX Bow. Aber das sind, glaube ich, keine Supercards. Die sind, glaube ich, noch höher. Ich weiß nicht, was soll da sonst noch zwischendrin sein? Ich hoffe, ihr habt jetzt halt einen Bezug, wenn ich sage, also welches Auto ich meine mit dem Aerial Atom oder mit dem KTM Super Bow oder X-Bow oder irgendwie so. Konnten wir ja zum Beispiel Need for Speed Most Wanted 2 fahren. In Forza 5 Motorsport auch. Da waren sie auch drin. Ich glaube, beide sogar. Und in dem Spiel sind sie, glaube ich, auch beide drin. Aber das ist halt die Frage, ist das ein Supercard oder nicht? Ich glaube nicht, weil die halt wirklich 300 oder so fahren. Wäre dann halt schon irgendwie ein bisschen ein übler Sprung, oder? Hier, das fahrt. Muss mal gucken, wie viel das eigentlich fahrt. Jetzt gerade dann auf der Zielgeraden mal. Müsste man mal schauen. Ich denke, das Supercard fährt dann nicht über 200, oder? Hier mal ein bisschen Gas geben. Ja, 60. Ja, einen fünften Gang wäre ich vielleicht auch noch gekommen. Aber ich denke, so ganz ausreizen kann man die Karren hier gar nicht, weil man ja gar nicht so lange geraden hat. Außer vielleicht in Dubai war ein bisschen länger. So, oh, nein, 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 nicht, nein, nein. Ich finde es blöd, dass das Spiel immer direkt auf Restart geht und nicht auf weiter. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Ein bisschen ausgebaut, mein Vorsprung. 24. Also ich glaube, ich muss schon auf Pro stellen. Aber dann habe ich halt das Gefühl, dass ich dann total abkack. So, oh, neue Einladung vom Aerobull. Ich wollte schon fast Red Bull sagen.